Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind endlich bei der Folge 4 Rap La Rue Runde 2 Top 40. Eieieiei. Okay. Musik ist für mich einfach mehr als Musik. Musik ist für mich eine Art, einfach mein Gefühl in freien Lauf zu lassen. So. Ich habe so viel zu verarbeiten, ich habe so viel zu erzählen. Und das, was kommt, wird heftig. Das, was ist, ist schon heftig. And we're gonna make it big. Weil am Ende des Tages war es für mich immer, es war nicht einfach. Wofür steht meine Musik? Wofür steht Mufasa V9 seine Musik? Meine Musik, oder was soll ich dir erzählen? Meine Musik steht einfach für Herzschmerz. Meine Musik ist einfach für die Leute, okay, die ein gebrochenes Herz haben. Für die Leute, die viel, viel Schmerz haben. Wie vorher über Deutschland. Willst du mit Rappen, kriegst du Atemnot. Der Weg, auf dem wir gehen, ist grau. Dort der Himmel strahlend rot. Puls steigt, wenn ich flow. Wie nach einer Nase guckst. Gönn mir oder nicht, ist mir egal. Ich bin den Kram gewohnt. Aus Freunden werden Neidern und aus Neidern werden Feinde. Gib ein Fick, denn am Ende sterb ich sowieso alleine. Seh's in euren Augen, seh's in jedem zweiten Blick. Mein Erfolg ist unvermeidbar. Ich hab Gott an meiner Seite. Rück, Schritte kenn ich nicht. Kein Teil meiner DNA. Lass Vergangenes vergangen sein. Änder die Gegend. Willst du leben statt überleben, dann kämpfe jeden Tag. Geh nicht an mein Hack, sonst wird es übertrieben ekelhaft. Mein kleiner Bruder, bitte sag mir einfach nur, verstehst du das? Leben ist nicht süß wie Gelato von Häagen-Dazs. Merk dir eins, Familie und Gebete, sie geben Kraft. Bleibe auf dem Boden, dank dem Herrn, dass du leben darfst. Wir geben zwar Gas auf dem Weg, aber kommen irgendwie nicht voran. Sag mir, ist es zu spät oder... Boah, passt das gerade perfekt zu diesem Video auch, ne? Ich wollte gerade sagen, so ein Ding einfach hören, wenn du alleine bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Sehr, sehr schöner Song, Alter. Okay, ja klar. Also ich fand deinen Song übertrieben krass. Kauta! Mega, ich fand... Ey, ich muss auch ehrlich sagen, Kauta hat mich absolut abgeholt. Flo, danke schön für deinen Raid, mein Guter. Wir waren gerade dabei. Kauta hat mich absolut abgeholt letztes Mal, wirklich. Ich dachte, das wäre ein Song international einfach. Ich dachte, echt? Der geht durch die Decke. Der ist auch durch die Decke. Ja, sie wird noch rot. Danke schön. Wie man sie einfach nicht sieht wegen den ganzen Haaren. Vielen Dank. Hat ihr auch so nervös? Wo bist du? Ja, Mann. Auf dem Weg schon hierher war ich übertrieben nervös. Ich bin alleine gefahren erstmal. Das war richtig stressig. Ja. Wie lange bist du gefahren? Ich bin 4,5 Stunden gefahren. Von wo kommst du? Von Berlin. Oh. Direkt in der Mitte aus Berlin. Erstmal wollten Freunde mitkommen, die haben abgesagt, ich bin direkt einfach straight, ja, direkt durchgefahren. Ich weiß gar nicht. Mann. Bei uns gab es Motorschaden, wir mussten Autos wechseln, hin und her, Bruder, solche Filme. Komplett wie ja, Stuttgart, oh, ganz unten, Bruder. Viel weiter geht's nicht. Ja, egal, Hauptsache ist euch nichts passiert. Oder Hauptsache wir sind da. Ja. Ulala! Money ist der Nächste! Das ist dein Moment, Cousin! Okay, Sammy ist wieder voll dabei. We ain't never been burning. Bottle of them whips, German swerving. Kiefer geblockt, Birkin burning. Im 17. Stock hit non-stop action. Cops pulling up. Von wem war der Part nochmal am Anfang? In the Berlin. War das Cent? Nee, wer war das nochmal? Age? Ich weiß nicht mehr, wer das war, der genau so angefangen hat mit dem Part. Wer war das nochmal? La! Money ist der Nächste! Das ist dein Moment, war das Central Cousin! C? Okay, ich brauch den Anfang nochmal. We never been burning. Bottle of them whips, German swerving. Kiefer geblockt, Birkin burning. Im 17. Stock hit non-stop action. Cops pulling up investment. Money stacks top investment. Tani setzt sich als Topping. Das Drop-Top sind Aston Martin. Also ich höre gerade mehr Bass als Stimme, Alter. Oh, scheiße, was ist mit dem Bass los? Grew up in the Droba with Traddies from La Reche. Kontaktmann aus Kuba. Telefon Balcatel. One mic, one spotlight. Money, cooler sag's nochmal, safe top 5. Glock 9 Milli, Trap Phone, Hotline. Blockzeilen macht wahrscheinlich, wenn ich top line. We ain't never been Berlin, oh no, but all of them whips German for sure. Aladdin flow, fragrance zum Fall, shorty wanna bang on a dick her roll. Digga, der hat eine geile Stimme, Alter. Deutschrap Comedy, Ops tryna buy Inspector Barnaby. Umsatz hängt davon ab, Biro, wie viele Bricks hast du Impaction auf A gekriegst. Staub, Vitamin, rein, raus, mit Dampy. No testimony, no lies. That might be lurking round corners, swing that. Yellow, yellow, hectic, smoke cruise aus Casablanca, eh. Tech, tech off, undercover, pack it, das geht Diram Dalla, eh. Push Pocket, Chase Profit, all on Benim Bendo. I got a move, it's ringing. Big man, lass mal diese Management film. I was broke now, man, just calling. Das war türkisch, oder? Ist das Englisch, Deutsch, Türkisch? All on still in Bendo. Hitman, keine Feelings. Chichi, oh bang. Ich hat 10 Jahre Loch im Bauch, perlweiße Sneaker, trag nur noch Designer. 10 Jahre Ort geraucht, good gas rolling, Phantom Ghost, oh, das beide.
Willy Wonka smoke chocolate and pay. Bin in meiner Zone, knock knock, who's there? You ain't gonna shoot that gun, you scare fam, we international. Auf Handy liegt weiß, sie mag nur kolumbianisches Rosé für den Ball. I don't care about price. So viel Eis müsste eigentlich Winter sein. Wenn ich Drop krieg in Deutsch, Rapper hitzefrei. Pussy clean, Pussy fresh, Pussy immer teil. Let's go. Okay, dafür, dass ich eigentlich gar keinen Rap, gar keinen Drill und UK-Rap so richtig mehr ab kann und weiß ich nicht was, muss ich sagen, ich fand den stark. Starker Flow, krasse Kontrolle, was Stimme, Flow, Betonung angeht. Wow, wow. Okay, Rap-technisch. Stark. Ich kenne ja Moni schon ein bisschen länger auch so, weil ich habe auch mal so Rap-Contest gemacht. Gemacht? Geil! Also jetzt nicht so Rap-Contest wie hier, so, ne? Aber so, ey, Rap auf meinem Beat auf TikTok mäßig. Ah, das habe ich mitbekommen. Er hat mitgemacht so und er hat auch gewonnen tatsächlich so. Ja, ach krass! Und ich finde den einfach über geil, Bruder. Ist seine Stimme, seine Attitude, seine Performance, dieses Mysteriöse mit der Maske. Der ist halt schon voll fertig, ne? Auf jeden Fall geboren, Bruder. Bei dem finde ich halt, kann man sagen, so, der war fertig für mich. So, das, was Sugar letztes Mal, glaube ich, zu, war das bei diesem Leo, glaube ich, oder sowas, ne? Da meinte er für sich natürlich, hat jeder ja das Recht, klar, für sich war das ein fertiger Künstler, war schon perfekt so. Ey, das hatte ich gerade bei ihm, muss ich sagen. Wenn ich ihm Kritikpunkte geben müsste, dann würde ich sagen, manchmal ist er vom Vokabular so exotisch, dass man denkt, so, Bruder, wo. Ja, aber das ist doch geil. Besser so als nur ein bisschen besonders sein und ne, sonst Standard. So, lieber was ganz Eigenes irgendwie kreieren. Finde ich cool, Mann. Ich höre so von dieser Sprache auf diese. War das jetzt türkisch? Bruder, oh, chill mal so. Vielleicht da ein bisschen Wien reinbringen oder vielleicht ist das auch genau das Geile. Und diese eine Sache, die du angesprochen hast mit seinen verschiedenen Variationen und ich feiere das übertrieben. Voll. Grew up mit Dreddys vom Laresh, hang up in the Trooper. Das ist genau mein Film, das schickt dich. Und eigentlich, ich hasse Drill, Bruder. Aber er hat es gemacht. Und Digga, ich finde bei... Ich wusste gar nicht, dass unsere Geschmäcker so ähnlich geworden ihm, das sind. Das hört sich an, als ob Drill erst gestern so, als ja, ob, ja, weißt ja. du so, als ob er den Hype gebracht Bruder, hat für Drill, weißt genau du? Das aufgeschrieben, also auch, ich hab so Drill ich hab, noch nie so ich noch, ich noch Ich hab ihn, von Lyrik habe ich ihn 10 von 10 gegeben, Flow 10 von 10, Originalität 9 von 10, Auftreten 9 von 10. Frischer Wind, geil. Also der einzige Kritikpunkt war für mich, was die Lyrik angeht, weil ein paar Worte, ich hätte sogar mehr verschickt, also ich hätte, er hat wirklich Worte gebracht, die man noch nicht gehört hat, aber im gleichen Atemzug für mich persönlich Worte, die ich schon oft gehört habe. Ah. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, aber ansonsten sehe ich auch nur 9 von 10, 8,5 von 10, 9 von 10. Safe, also Money wirklich Drill auf eine Art habe ich noch nicht gehört. Also auch, ich finde das mit den Mischungen, mit den Sprachen, finde ich sehr, sehr besonders vor allem. Also auch mit deiner Stimme, wie das rüberkommt. Das klingt nach international. Das war so unglaublich also wirklich sauber, sehr ne? Sehr viel Potenzial, Mann. Sehr gut krass performt. Geil. Okay. Ja, was erwartet ihr von der zweiten Runde, Jungs? Berkay! Was sagt ihr? Boah, Bruder, ich sag ehrlich, ich habe so ein bisschen die Kulisse und so gesehen. Diese Laser-Ding. Bruder, Maxim, ja, das war. Ich bin gespannt, wie das kommt. Ich bin auch also gespannt, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, Bruder. Ich glaube, die Performance ist dieses Mal dann noch mal ein Stück weit krasser. Flauschig. Als ja, ja. Ja, auf flauschig. Auf flauschig. Auf flauschig. Sehr flauschig. Zu flauschig. Zu flauschig. Zu flauschig. So, der nächste Künstler heute ist Halal Flowrider. Auf was? Geht's, Achi! Was? Halal Flowrider, oder was? Halal Writer! Ach so, Writer! Wie? Okay. Yeah, ich spür den Druck in meiner Bleistiftmine. Jedes Wort führt enorm zu einer Feinstiftkrise. Weil ich zuweilen Einsicht biete, trage ich diese Sätze mit blanken Händen und baue damit eine Festung gegen Seitenhiebe. Playlist bedeutet Redundanz, Brüder begehren braune Bündel, bedingt durch Trennungsangst. Dem Abgrund nahe, dennoch beugen sie sich dem Geltungsdrang und gleiten langsam in Richtung Lebensende per Schnellzugang. Diese Seelen sind labil, euer Insta-Feed ist instabil, euch zu bekehren. Und jetzt wollt ihr mir sagen, die haben den anderen Leuten schon 10 von 10 für Lyrics gegeben?
Das ist der erste, wo ich sagen würde, Lyrics 10 von 10. Bisher schon. Ey, das erinnert mich an so eine Mischung aus Motrip, Azad, boah, weiß nicht, so richtig so, wie soll ich sagen? Uff. Für ihn ein Kinderspiel, die Lügen seiner Boten greifen invasiv. Durchschaue seine Taktik, nur dein Herz zu kennt, dann ist das Ziel. Geld scheffeln ist signifikant. Dabei hat unser Vorbild die Bedeutung des Wortes Sieg nie verkannt. Und immer wenn dein signifikant. Dabei hat unser Vorbild die Bedeutung des Wortes Sieg nie verkannt. Und immer wenn dein Trieb dich verlangt, ist nicht weit, bis sie blies. Ist das. Oh, was? Was? Der Beat ist nur mit dem Mund gemacht. Also ist das so ein. Ach, wie heißt das nochmal? Nee. Nelish? Nee, wie heißt das nochmal? Aus dem Islam, diese. Nasheed, genau, Nasheed. Ist das dann ein Nasheed? Ist das das? Wenn das alles mit dem Mund gemacht ist? Also, wenn es wirklich so ist, dann. Ach, wie wunderschön, Mann. Wow, jetzt höre ich das zum ersten Mal richtig. Okay, finde ich schön, gerade auch mit diesem Chor im Hintergrund und so weiter, man kann sehr, sehr krass auf seine Texte, auf seinen Text achten. Ich muss auch sagen, den Spit habe ich auch nicht so ganz verstanden. Signifikant, doch Sieg nie fikant, also ein Sieg war nie, was heißt das, fikant, hä? Schliffkrise, weil ich zuweilen Einsicht biete, trage ich diese Sätze mit blanken Händen und baue damit eine Festung gegen Seitenhiebe. Playlist bedeutet Redundanz, Brüder begehren braune Bündel, bedingt durch Trennungsangst. Boah, allein diese Zeile, ne? Und nah, dennoch beugen sie sich dem Geld. Da, das sind wir nah, boah. Dungsdrang und gleiten langsam in Richtung Lebensende, per Schnellzugang. Diese Seelen sind labil, euer Insta-Feed ist instabil. Euch zu bekehren, für ihn ein Kinderspiel. Die Lügen seiner Boten greifen invasiv, durchschaue seine Taktik, nur dein Herz zu kentern. Ach, Sieg nie verkannt. Ah, okay, dann macht der Spit mehr Sinn. Alter, ist der gut textlich, Mann. Kinderspiel, die Lügen seiner Boten greifen invasiv. Durchschaue seine Taktik, nur dein Herz zu kentern ist das Ziel. Geld scheffeln ist signifikant. Dabei hat unser Vorbild die Bedeutung des Wortes Sieg nie verkannt. Und immer wenn dein Trieb dich verlangt, ist nicht weit, bis sie blies sich bedankt. Sieh es ein. Hey, ich weiß, dass er dir viel verspricht, bis die Liebe deiner Sicht erlicht. Im Dickicht dieser Sünden bleibst du allein. Nur weil der Tod wartet, halt dich an dem Dino. Glaub mir, nur weil der Tod wartet, fall ich auf die Knie. Und glaub mir, nur weil der Tod wartet, schreib ich diese Zeilen. Und weil wow. Der Tod wartet, was? So. Der kann ja sogar noch singen. Was ist das denn? Wow, was ist das für eine Folge? Weg, solange ich lebe. Auch wenn sich das blöd. Oh, hast der eine schöne Stimme, Mann. Und es geht seinen Weg, solange ich lebe. Auch wenn sich das Blatt nicht zu meinen Gunsten wendet, zwingt mich mein Stift zum Eingriff, von der Reimsucht geblendet. Egal was kommt, ab jetzt wird hier kein Zeitpunkt verschwendet, weil ich weiß, dass jede Hype-Route endet. Denn eines ist klar, seine Worte hier sind richtungsweisend dafür, dass Leck meiner Seele nicht jede Dichtung eignet. Lass ich mich von seiner Dichtkunst leiten, denn diese. Was ist los, mein Schatz? Hier ist gar nichts los. Edle Verse folgen meinem Leid, bis sie mich dicht umkreisen. Ahad und Ahad, bis sie mich Hirntod nennen und steh ich. Krisha, Mensch, doch nicht mitten in diesem wunderschönen Lied. Das ist doof, ja? Im Leid, bis sie mich dicht umkreisen. Ahad und Ahad, bis sie mich Hirntod nennen. Und steh ich vor Allah, bete ich, dass die Stirn noch glänzt. Mit welchen deiner Lügen willst du die Verbindung trennen? Hast du vergessen, wie lange wir uns kennen? Ich bleibe stabil, auch wenn das Fieber gerade steigt. Diese Zunge wird nicht stumm, nur weil die Niederlage schreit. Bezeuge seine Macht und bereue keine Schlacht. Mit jeder Kriegernarbe wirst du auf der Siegerstraße sein. Sieh es ein. Hey, ich weiß, dass er dir viel verspricht, bis die Liebe deiner Sicht erlicht. Im Dickicht dieser Sünden bleibst du allein. Nur weil der Tod wartet, halt ich an dem Dino. Ey, also ich muss sagen, die Pre-Hook ist nicht so 100% meins, würde ich jetzt sagen so. Aber sonst ist der Typ echt crazy, Mann. Lyrisch für mich der stärkste bisher.
lyrisch, also wenn ich jetzt daran denke, dass die dem Künstler davor auch eine 10 von 10 lyrisch gegeben haben, ich muss sagen, da habe ich nicht mal so viel verstanden, ehrlich gesagt. Also da habe ich nicht mal ansatzweise so viel vom Text verstanden, als dass ich da hätte eine 10 von 10 geben können. Ich finde hier, bei dem Text, das ist das, was meiner Meinung nach der Bruder letzte oder vorletzte Runde, der auch über seinen Glauben gerappt hatte, ne? Das, was der hatte, finde ich, macht er nochmal einen Ticken, nochmal viel, viel besser. Nochmal viel, viel besser. Jetzt rein vom Sound her. Zum Inhalt, wie gesagt, jeder Mensch soll, ne, seinen Glauben haben. Jeder Mensch soll, wie soll ich sagen, ne, es ist schön. Was anderes kann ich gerade nicht sagen, Mann. Es ist schön. Weil ich auf die Knie und glaub mir nur, weil der Tod wartet, schreibe ich diese Zeilen und weil... Allein wie er in die Kopfstimme hochgeht. Weil der Tod wartet, schreibe ich diese Zeilen und... Schreibe ich diese Zeilen... Ich komm nicht mal so hoch, Mann. Weil der Tod... Hey, Ott, dankeschön für deine 41, Bruder. Dankeschön. Tod wartet, so nah es geht, ich seinen Weg, solange ich lebe. Schöne Stimme, Mann. Auch wieder ein Achi, der Rap, freut mich sehr zu hören. Also was den Lyric und was den Sinn angeht. Wie gesagt, bin ich immer sehr großer Fan von sowas. Sein Timing war stier, weil der Track davor, der hat mich so hype gemacht, der Drill. Ich war so in einer guten Stimmung. Ich war gerade persönlich gar nicht auf der Welt. Ja, ich weiß, was er meint. Ist auf jeden Fall schwierig, natürlich nach so einem Song, nach so einem Drill-Ding sowas zu hören. Aber da, ich finde, es kommen zwei Leute weiter, finde ich, das sind gerade so, ja, die perfekten zwei gerade. Können wir gleich, also ich kann die gleich mit den anderen vergleichen. Finde ich cool. Das Diepe. Trotz dessen ist es ein guter Text. Flow-technisch ist es nichts Besonderes. Ja, ich fand's geil, dass er. Warte, eine Frage. Die Gesangsstimme, war ja auch das? Ja, war es auch. Guck mal, da musst du gleich Props geben, so, dass jemand nicht nur rappen und singen kann, sondern dass er in beiden Disziplinen geil klingt. Geil, weißt du? Ja. So, er klingt wie zwei verschiedene Leute, aber beide klingen super, finde ich so. Ja, wirklich, Motrip mit J-Love. Ich finde auch geil, dass er Techniker ist, so vom Rap her. Aber hier hatte ich auch das Gefühl, so, er versucht so hart so Technik anzuwenden, dass manchmal dann so ein bisschen die Verständlichkeit Ich glaube, das, weißt du, ja, das war das, was ich so ein bisschen mit Motrip meinte. Irgendwie, aber, ja. Ja. Ich habe auch so ein Fragezeichen gemacht, ob ich das falsch verstanden habe oder nicht, keine Ahnung, aber Feinschliffkrise? Was ist das? Boah, ich weiß das klingt nicht. Für mich wie Zweckreim. So. Zweckreim. Vielleicht bin ich auch zu dumm, Bruder, dann tut mir leid, dass ich das falsch verstanden habe. Aber klang für mich wie Zweckreim. Und da ist das Ding so, dann lieber weniger Technik und stärkeren Satz rüberbringen, weißt du, ich meine? So, aber ansonsten... Ich hatte nicht das Gefühl, dass da Zweckreime war. Also kann sein auf jeden Fall so, aber ich hatte das Gefühl, dass das Lied eigentlich so vom Inhalt her irgendwie... Ja gut, Zweckreim hat ja auch nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern es soll sich ja einfach nur reimen, damit der Inhalt gleich bleibt, also damit der Inhalt unberührt bleibt, ne? Ich fand's gut, ich fand's cool. Nicht dein bester Song, glaube ich, und nicht mein Lieblingssong in der Runde, glaube ich. Okay, also bei mir, ich muss Ihnen ganz große Props für die Lyrik aussprechen. Diese eine Zweckreim am Anfang, schön. Den habe ich gecheckt auch, ja. Das war ein bisschen zu weit hergeholt. Er wollte unbedingt fünfsilbig schreiben und dann immer noch eine Silbe, noch eine Silbe, noch eine Silbe. Aber all in all, gerade auch mit der Gesangsstimme, finde ich, du bist ein kompetenter, kompakter Künstler. Gegen Part 2 wurde es etwas ruhiger. So im ersten Part habe ich noch so richtig aktiv zugehört. Dann aber erst wieder zur Hook, so zur zweiten. Ja, gut, all in all, so ehrlich ist, cooler Auftritt gut. gewesen. Halal Flow. War das direkt am Anfang? Okay, wahrscheinlich habe ich das übersprungen in meinem Kopf. Ja, ich finde auch halt sehr gewagt, dass er halt so mit so einem klassischen Flow eigentlich, weißt du, performt hat, aber trotzdem sehr wichtig, weil für mich, er klingt sehr poetisch, weißt du? Und das Voll. Hat mir sehr, sehr gut... Ich finde, er hatte halt so eine gewisse Ästhetik da drin, ne? Das fand ich echt schön. Feinschliffkrise könnte eine hohe Kritikform an sich selbst sein. Also ein hoher Anspruch. Ah, okay, das heißt, er ist sozusagen noch ein Rohdiamant und dieser Feinschliff, also der Weg zu diesem wirklich fertigen Diamanten ist halt eine Krise beziehungsweise halt schwierig. Okay, aber das ist halt trotzdem, wenn es das Wort nicht wirklich gibt, ist es halt trotzdem ein Zweckreim, würde ich sagen, oder?
gut gefallen. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Omar sagt, gerade wir waren voll gehypt und so, weißt du, gar nicht so in diesem Modus, so jetzt Deepness und jetzt übers Leben nachdenken. So. Aber solche Songs soll es natürlich auch geben. Saved, besinnliche Songs, Bruder. Richtig, ja. Unterschiedliche Künstler, weißt du. Ich muss zum Gesang sagen, das hat mich ein bisschen rausgeholt, so. Kam Dankeschön. Sehr unerwartet. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen oder nicht so gefallen. Ich glaube, bei ihm war es auch Pre-Hook, naja, aber Hook war, fand ich schon schön, Alter. So unerwartet, weißt du, es klang, als wäre das jetzt ein anderer. Und deswegen hat das für mich ein bisschen an dieser... Voll. Ja, an diesem... Ich war nicht mehr so bei ihm. Weißt du, ich meine, es war auf einmal so ein ganz anderer Typ. So, weißt du, aber... Ja, man, vielleicht bei einem anderen Song wäre ich vielleicht zu 100% bei dir gewesen. Der nächste Kandidat. Krass. Black Retriever. Let's go. Okay. Also zusammen mit, wie hieß er? Money? Zusammen würde ich sagen, bisher meine Favorites. Ja. Black Retriever. Boah, geiles Outfit. Ein bisschen NF-Vibes. Du bist Straße, ich bin Regen, der fällt. Der Nebel der Welt, der weit über der Ebene hängt. Ich rauch das Kusch pur, während mein Bruder den Wagen lenkt und spür den Luftzug. Fenster nach unten, die Arme hängen. Wurde abgedrängt auf Wege, von denen ich weiß, dass sie schlecht sind. Doch kam zurück im Licht des Mondes, der scheint wie ein Engel. Bruder, ich meide die Menschen, baue mir eigene Wände, bis ich meiner Mama sagen kann, ich bin eine Legende. Shit war hopeless. Shorty, die auf meinem Schoß sitzt, fragt sich, ob mein Herz tot ist. I didn't even notice. Boah, was ist das für eine Runde? Ach du Kacke, was ist das für eine Runde, Mann? Ja, jahrelang bleib im Fokus. Lasst euch am Rand liegen wie ein Roadkill. Back on my bullshit. Bin stuck in der Hood, obwohl ich raus will. Zu lange auf der Stelle stehen kann deinen Traum killen. Deshalb renn ich diesen Marathon auf Dauerschleife. Rap ist meine Hoffnung, wenn es sein muss, schreib ich 1000 Zeilen. Regen fällt auf das Dach, ich bin wach, wenn du schläfst. Ach, in der Nacht unterwegs. Digga, singen kann der auch noch. Meine Augen können nicht lügen, sag mir, was kannst du sehen? Yeah. Mein Bruder, du bist wütend und ich kann nicht verstehen. Doch ich bahn uns einen Weg. All die Schatten um uns rum, vertrau, ich mach das. Okay, ich muss auf persönlichen Geschmack gehen, so, Alter. Ich fand den Bruder gerade davor wirklich, ich fand ihn sehr, sehr gut, ne? Sehr, sehr gut. Aber das ist eher meine Musik, die ich privat hören würde. Da muss ich einfach ehrlich zu mir selber sein. Ja, mir hat gerade eben die Lyric sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich würde immer noch dem da vorne 10 geben. Ich würde ihm, glaube ich, bisher eine 9,5 geben oder so lyrisch. Oder 9, ja, so irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch. Aber es ist vom Sound her, muss ich sagen, einfach eher meine Musik, die ich privat hören würde. Ja. Ich mach das again. Fuck. Yeah. Yeah. Ich mach, dass sie gehen, doch ich weiß, da muss ich gehen. Fühl mich wie ein Tier im Käfig, Mann, mir fehlt die Luft zu leben. Unterwegs, ich schließ die Augen. Das hat so Freestyle-Vibes für mich, ne? Also nicht Freestyle-Rap-Vibes, sondern diese Freestyle-Beat-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Chicago-Freestyle und so. Denk zurück an Jeep-Fahren durch Bananen-Plantagen, Dschungel grün wie Hanfpflanzen und Meere blau, so wie ein wolkenloser Himmel. Fuck, ich wünsch, ich könnte fliegen, deshalb roll ich mir ein Gibbet. Kann nicht vergessen, Bro, wie wir saßen auf Treppenstufen. Back to the roots, als wir in englischen Texten fluchen. Black on the mic, Cash, Money, Vibe, pass mir den Scheiß ich. Wir fliegen, weil mich diese Erde zerreißt. Kopf gefickt von jedem Vers, den ich schreib. Meine Seele alt, mein Herz ist kalt, begraben unter Bergen aus Seis. Manchmal habe ich so leichte CR7Z-Vibes. Also, aber eher, glaube ich, optisch so. Dunkelheit wie Kerzen am Schein. CR7Z ist natürlich nochmal viel, viel krasser lyrisch. Scheine machen, dass sich Menschen ändern. Ich will aus der Hut und raus in ferne Länder. Wer von diesen Blendern hat dir heute noch Substanz im Rap? Wenn ihr alle nur noch von Substanz und Rap. Packs in den Nikes, renn über... Was für eine Zeile, Mann! Ländern, ich will aus der Hut und raus in ferne Länder. Wer von diesen Blendern hat dir heute noch Substanz im Rap? Wenn ihr alle nur noch von Substanz und Rap. Packs in den Nikes, renn über Side Streets auf Kopfhörern oldschool wie back in den 90s. Tippen auf Was für ein geiler Flow gerade auf einmal, Mann. Renn über Side Streets auf Kopfhörern oldschool wie back in den 90s. Tippen aufs iPhone, schreib meine Lines deep und steh in der Zeitung. Guck, wie die Zeit fliegt. Das ist der Scheiß, von dem ich träumte mit 11. Du hast nie gelebt, wenn du keine Enttäuschungen kennst. Also ich sag jetzt gerade für mich Platz 1.
Also ich mochte den Drill-Rapper sehr, 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 sehr stark. Hat für mich endlich wieder geschafft, dass ich Drill mag, wirklich. Aber für mich persönlich zum Privathören ist immer noch das, glaube ich, definitiv mehr mein Geschmack. Ich würde aber definitiv auch den Driller weiterlassen. Also beide, Money und er. Ich geb keinen Fick auf deinen teuren Bands. Sie können haben, was sie wollen, aber niemals dieses Feuer, das brennt. Regen fällt auf das Dach, ich bin wach, wenn du schläfst. In der Nacht unterwegs, meine Augen können nicht lügen, sag mir, was kannst du sehen? Yeah. Mein Bruder, du bist wütend und ich kann nicht verstehen. Doch ich bahn uns einen Weg, all die Schatten um uns rum, vertrau, ich mach, dass sie gehen. Ich mach, dass sie gehen. Yeah, yeah. Ich mach, dass sie gehen. Yeah. Yeah. Boah, was ist das für ein Song gewesen? Boah, okay, ist für mich Platz 1 gerade. Was war sein Name nochmal? Bruder, was soll man sagen? Man sucht mittlerweile einfach nach Sachen, die einem nicht gefallen. Weißt du, ich meine? Weil man sonst komplett zufrieden ist mit dem Gesamtpaket. Und hier habe ich wieder so einen, so Black Retriever heißt er? Black Retriever, okay. Genau. Fresher Motherfucker. Seine Lyrik und ich meine die Mischung aus guten Reimen und geilen Sätzen, weißt du, finde ich perfekt. Finde ich sehr gut, vom Verhältnis eingesetzt, weißt du, was ich meine? Also bis zum Ende stimmt, ich hatte ja gesagt, irgendwie 9, 9,5 lyrisch oder so. Ich würde ihn, glaube ich, schon bei 10 sehen. So. Ihn würde ich auf jeden Fall, wenn ich überhaupt irgendwo 10er geben würde, mich hat bisher lyrisch in den letzten Runden einfach noch niemand irgendwo hart überzeugt oder so, muss ich sagen. Ne? Also deswegen habe ich auch da noch niemanden gehabt, wo ich lyrisch irgendwie sagen würde, okay, sticht heraus so. Ich finde eher und der davor haben lyrisch definitiv herausgestochen. Aber soundtechnisch finde ich Black Retriever ist genau mein Geschmack. Er klingt halt wie so jemand, der eigentlich MC ist, der eigentlich so ein Oldschool-Rapper ist, aber voll auf modern. Und ich glaube, er ist sehr, sehr er kann sehr abwechslungsreich sein und sehr versibel sein. Ich glaube, er könnte jede Art von Song machen. So. Ich feiere ihn voll, hart. Voll! Ja. Ja, Mann. Ich denke auch so im Vergleich zu Halal Flowwriter. Weil beide so poetisch rangehen, meiner Meinung nach, finde ich auch bei ihm halt wirklich, also ich war einfach drin in seinem Film. So. Aber ich find's schön, dass er auch sagt, ne, dass er und Halal, dass die beiden lyrisch auf jeden Fall sehr, sehr stark sind. Ne? Bei ihm war das Ding, ja, dass dieser Gesang mich rausgeholt hat, weißt du? Ja, der Gesang hat mich rausgeholt. Ich finde auch, es muss nicht jeder singen, Bruder. Nee. Weißt du, was ich meine? Ja, aber der konnte singen, das oder? Das ist halt meine Meinung. Aber ist mein Geschmack, klar. War es jetzt nicht. Vor allem auch, dass in dem Gesangpart die Lyrics auch auf einmal voll so. Die waren. Runtergelitten. Ja, die waren nicht annähernd so stark wie ein Part. Ja. Also, da kann ich sogar direkt anknüpfen, wenn du erlaubst, Sugar. Also, ich habe mir sehr viele positive Punkte aufgeschrieben zu ihm, aber auch einige negative. Also, er hat ein ganz großes Problem in der Performance. Es war praktisch wie so ein Blatt Papier im Wind so. Zweimal nach links, zweimal nach rechts und das war's so. Aber der größte Punkt, also der positivste Punkt ist, er hat nicht Musik gemacht, er hat Kunst gemacht. Und er hatte eine Message, trotz dieser, ich sag mal, sehr außergewöhnlichen Lyrik, weil er hat eine 10 von 10 von mir, gerade die Kombination aus Reimen und was er sagt oder wie er einen Satz baut, so. Dann noch mit Message dahinter, also jeder Satz von ihm ist praktisch eine Metapher. Ja, und ich wollte, das habe ich auch aufgeschrieben, so jeder Satz quasi könnte man so zum Zitat machen. Genau, so Quote, so, genau, weißt du? Genau. Und so Instagram-Status und so. Ja, so, ja. Und dadurch, dass er das so gut rübergebracht hat, war ich so fixiert auf die Lyrik, dass ich gar nicht die Performance gecheckt habe. So, ich auch nicht. Ich war voll in der Lyrik drin. So. Also ich fand die Performance, glaube ich, einfach harmonisch. Also es sah einfach, es passte. Also es hat halt nicht gestört. Aber ja, man muss sagen, es ist jetzt auch nicht irgendwie eine krasse Performance gewesen. Aber gut, ne, sind wir mal ehrlich, was sollte er bei so einem Song jetzt machen? Wie so ein Illo da rumhampeln und das macht halt auch keinen Sinn. Ich fand es halt passend zu der Musik. Ne? Also ich weiß jetzt auch, also ich stelle mir das schwierig vor zu sagen, ja, was wäre denn eine 10er Performance gewesen? Ich meine, der Song war relativ ruhig, der kann ja nicht rumhampeln oder weiß ich nicht was, ne?
Ja, schwierig, Alter. Bei solchen Sachen irgendwie performance-technisch Punkte zu holen, schwierig. Noch so, der ist 4 Bars weiter, ich bin noch bei der Bar da hinten. So, oh, weißt du, die war krass, du bist noch im Bild. Ja, so. Ja, und er malt wirklich mit seinen Zeilen Bilder. So. Das muss man, es ist ein sehr, 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 sehr... Fand's auch passend, und wenn jemand einen guten Song macht, sollte die Performance nicht ausschlaggebend sein. Finde ich halt auch. Also ich finde auch, wenn, ich sag eher so, wenn man 2 Leute hat, die sagen wir mal 10 Punkte haben, so, das, ne, dass man dann nochmal guckt, ey, wer hat denn das und das besser gemacht oder so. Okay, dann verstehe ich das so. Aber sonst finde ich halt, Performance ist auch, ja klar, man könnte sagen, das kann man noch lernen und so weiter, ne? Ich weiß, die wollen einen fertigen Künstler, ich weiß, ne? Aber ich finde gerade sowas wie Performance, finde ich mitunter sogar am unwichtigsten, glaube ich. Also, ich meine, die haben ja auch letzte Runde über die Klamotten geredet und so, ne? Es ist mir, ja, sag ich ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, ob der in einem Dirndl, in einem Rock oder in einem Trainingsanzug da den Song performt. Wenn der Song geil ist, so, dann höre ich den Song nochmal. So, ist mir, der Rest ist mir ja scheißegal, so muss ich ehrlich sagen. Sehr positiver Punkt bei ihm, so. Den Gesang, ja, ich verstehe dich, Sugar. Weil er so krasse Bilder in dem Part gemalt hat, die konnte er nicht in der Hook bringen. Aber ich würde den Gesang nicht als negativen Punkt aufgreifen. Der Hook, die Parts waren einfach stärker so, ja. All gut, in all, sehr diplomatisch. Sehr stolz. Ja. Er hat Kunst gemacht, kann ich ihn auf dem Weg mitgeben. Stark. Für mich, glaube ich, der stärkste der Runde bisher. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, der Driller war gut. Wäre du auch, Bruder. Krasser Flow, ja. Du bist doch die ganze Zeit auf TikTok Gas am Geben, Bruder. Ich guck, ich seh, ey, was geht ab? Das war der Kollege, wie heißt der nochmal? Der war bei dem Song mit Elo und so, ne? Und Avi zusammen. Bei Bonner, Props, oder? Der so völlig abgedreht ist. Das war der, glaube ich. Ist das Juju? Juju? Bruder, ich muss wirklich sagen, ich muss es nochmal sagen. Bruder, ich war nass geschwitzt. So, der nächste heute und letzte ist J. Letzter. Auf geht's. Das. Ach du Scheiße, der ist auch stark. Der Bruder ist auch stark. Und er geht direkt auf ein Afro-Ding. De la Rue. Von der Straße kommen Cops, pack ich Stoff in Garage. Ich mache Euros, Dollars, Ghetto-Vernissage. De la Rue, von der Straße. Tabu, La Raza, Dollars, Dirhams und Dinas. Zanoba, weil mein Karma regelt alles andere. Paar Cash in den Seitengassen, meine Feinde tragen blaue Uniformen. Tabu, La Raza, weil diesen G konnte keine Uniformen. Paar Fasch im Bendo. TVs fanden und wollen ID. Werd ich gepackt aus Victor und Fleek. Food Corner Deal und kein Super Dry Jeans. Ich mach Mulaga. Euros, Dollars, Jent, ich leb wie ein Superstar. Stapelbatzen, sag mir, was hast du? Ah, Bruder, woher kenn ich das denn? Du da 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 di da 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 di da 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 di da da. Dollars, Jent, ich leb wie ein Superstar. Stapelbatzen, sag mir, was hast du da? Bra, gar nichts, ich mach Dollars im Bendo. Dollars im Bendo. Ulala, puffen die Cigarros wie ein Kubaner. Shoppen in Milano, nicht na nu na na. Tanzen zu Gitarre mit ner Putana. Ulalala, ulala. Puffen die Cigarros wie ein Kubaner. Shoppen in Milano, nicht na nu na na. Also, ich muss ehrlich sagen, er vibet damit auf jeden Fall. Jetzt verstehe ich, was mit Performance gemeint ist. Diese Slow Motions gerade sah cool aus, passt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich habe gerade genug Afro-Trap und so gehört und dafür muss ich... Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche da einfach krasseren Shit gerade, was in diese Richtung geht. Wir kriegen gerade jede Woche mindestens ein, wenn nicht sogar 2 oder 3 Afro etc. Songs um die Ohren geschmissen, sind wir mal ehrlich. Und da fehlt mir ein Ticken, Alter. Da fehlt mir was, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, selbst Fedo geht jetzt in die Ghetto-House-Richtung etc. Ne? Also wir haben da wirklich super viele Leute, die das machen. Und das meinte ich auch jede Folge jetzt, glaube ich. Das muss krass sein, damit das konkurrieren kann. Finde ich. Und ich finde es stabil, aber ich finde es gerade nicht krasser als Black Retriever
Und ich find's nicht krasser als der Driller, muss ich leider sagen. Darum mit ner Putana, ulalala. Ich bin von der Straße, so wie Jamie Vardy. Ich hab halbes Hähnchen à la Teriyaki. In den Heizungsschächten keine weiße Weste, doch die Bitches kreischen so wie Gwen Stefani. Puff, puff, Panama, Kusch, Streifenwagen durch die Hochhaussiedlung. Tak, tak, Ballermann, Puff, Geiselname wie in Mogadischu. Auf der Flucht im RS6, mein Ortak ist bei Farah. Ich stapele Money Stacks, doch er nur tatütata. Er und Money treffen am besten den Zeitgeist. Ja, auf jeden Fall, Zeitgeist ja, aber guck mal, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich, glaube ich, fast jedes Mal sage, ne? Afro-Trap ist seit Palmen aus Plastik einfach am Start in Deutschland. Das ist ungefähr so wie Drill seit Luciano. Und es ist einfach so, dass dieses Jahr gerade Afro-Trap und Ghetto-House extrem gepusht wird. Wir kriegen jede Woche, ob es jetzt Raf Camora ist oder ob es Leute in Spanien, Frankreich, Balkan, Serbien, weiß ich nicht was, Bosnien, ne, und so weiter, die extrem krass sind, die Songs. So, und jetzt sind wir zum Glück bei dem Zeitpunkt, wo immer mehr Leute das genau versuchen. Und das finde ich geil. Das macht aber meiner Meinung nach das Ganze echt schwierig, weil wir, wie gesagt, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre oder so auf einem gewissen Level, was diese Musik angeht, schon sind. Weißt du, was ich meine? Wir hatten die ganze Zeit genau sowas. Und meiner Meinung nach, um jetzt 2023 bei einem Contest jemanden zu finden, der halt heraussticht, muss halt mehr passieren als finde ich das. Aber das ist Geschmackssache, ne? Jeder, der jetzt erst das anfängt zu hören und so weiter, der jetzt Spaß hat, Bruder, der darf absolut seine eigene Meinung haben. Natürlich, jeder andere auch so. Aber so ist es bei mir halt, ne? Ich habe halt die ganze Zeit Morat, Eli und von De Vito bis, ich weiß es nicht was, das ganze Jahr nichts anderes gehört. Deswegen muss ich halt für mich persönlich sagen, da muss mehr passieren, dass ich geflasht bin von sowas. Wie zum Beispiel bei dem Song Bona. Bei Bona hatte ich zum Beispiel gerade in der Hook extrem Spaß, gerade mit dieser tiefen Stimme, die da reinkam und so weiter. Das waren so kleine Details, die für mich das Ganze ein bisschen unterhaltsam gemacht haben. Er hat das absolut stabil gemacht, finde ich. Absolut. Aber für mich trotzdem Black Retriever und wie heißt denn der Driller nochmal? Mann, ich vergesse den Namen ständig. Dicke den Stoff mit der Entourage. Je suis fatigué. Hat das was ein bisschen von Around the World? Nee, nicht Dingens. It goes around the world. Na, 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 na. Doch mach Mula Mula ga. Ooh la la. Puffen die Cigarros wie in Kubana. Shoppen in Milano, nicht na nuna na. Tanzen zu Gitarre mit na Putana. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, er macht das absolut gut und alles, ne? Aber ich glaube, ich habe genau in diesem Stil dieses Jahr wirklich genug Hits schon gehört und ich glaube, ich hätte da ein bisschen was, weiß ich nicht. Der zweite Part war geil. Der zweite, wie er reingekommen ist, war geil. Auf jeden Fall. Also da sage ich absolut nichts gegen. Absolut. Shoppen in Milano, nicht na nu, na, na. Tanzen zu Gitarre mit na Putana. Auch jetzt zu diesen Wörtern und so weiter. Putana, Puta und weiß ich nicht was. Das haben wir halt alles durch Raff, ne? Hätte jetzt nur noch irgendwas mit Strada oder so gefehlt, ne? Dann hätten wir halt auch da, sag ich mal, so diesen Wortschatz, sag ich mal, der so aus dem Französischen, Spanischen etc. damit mit einfließt natürlich, ne? Und das passt ja auch, ne? Absolut nichts gegen. Absolut nichts gegen. Für mich in der Gruppe sogar der stärkste, was Performance angeht. Ohne die Musik, nur die Bewegung. Oh ja, ja, das habe ich jetzt auch zum Glück mal verstanden, was die damit meinen, Alter. Ich habe so keine Ahnung, was sie mit Performance meinen. Ne? Da war er für mich der stärkste mit verschiedenen Dance-Moves und man hat einfach gemerkt, dass du selbstbewusst bist im Performen. Trotzdem habe ich auch viele negative Kommentare, Kritikpunkte mir aufgeschrieben. In der Bridge, die erste Bridge, da war die Lyrik einfach zu dünn. Es ist ein cooler Sommersong. Viele Leute nennen ihn der kleine Sammy,
weil er sich praktisch die gleiche Musik macht, macht wie Sinn. Ich so. Habe ich bei dem Bonner Song also auch der gesagt. Der ersten Runde hat einen sehr coolen Song gehabt. Ich habe jetzt bei Lyrik 8 von 10 geschrieben, Originalität 7 von 10, Flow 9 von 10 und Rohdiamant. Einfach mal, gibt es noch ein paar Ecken und Kanten, die man schleifen muss, aber all in all war es echt nice. Bruder, Flow 9 von 10? Ja. Weil ich habe mir aufgeschrieben, ich habe zweimal gehört, dass er nicht auf Takt war sogar. Ja. Ja. So, aber. Ja, das meine ich halt, ne? Also manchmal finde ich die Bewertung ein bisschen random von den Zahlen her, ne? Also die geben manchen Leuten 10 Punkte und danach Leuten, wo ich mir denke, hä? Also das war ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem davor, ne? Ich wollte nicht. Also wenn wir jetzt daran denken, dass, dass Money, glaube ich, auch 10 Punkte bekommen hat für den Flow, ne? Einen negativen Kritik anfangen, erstmal positive. So, es hat sehr Spaß gemacht auf jeden Fall. Man merkt, dass er Spaß an hat, also dass du Spaß hast. Super sympathisch finde ich auch. Ich finde, ich gebe dir recht, Performance fand ich sehr stark. Cool. Sogar so, diese Bewegung und wie er Bock hat, weißt du. Energie so auf jeden Fall. Aber ich finde den Song, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, weil das auch nicht so super mein Stil ist, weißt du. Aber ich fand den Song ein bisschen generisch. So ein bisschen, ja. Ja, als hätte man sowas schon oft gehört. Und ich glaube, dass das hat er auch, denke ich. Generisch ist halt so, so wie jeder andere mäßig, so, weißt du? So, es ist ja, das meinte ich auch mit diesem Putana und Kubana und weiß ich nicht, ne? So diese standardspanischen Wörter und weiß ich nicht was so. Allgemein. Ich weiß, man was er meint. Song, den Song gibt es in 100 verschiedenen Versionen, so gefühlt, weißt du, ich meine? Und ja, deswegen war nicht so mein Favorit. Alles in allem, jung, talentiert, ich sehe auch sehr viel Potenzial in ihm, hab aber einige Kritikpunkte. Die Performance fand ich auch stark, aber man muss auch sagen, wir sind nicht bei Let's Dance. Endlich sagt es mal jemand. Dankeschön. Ja, und der Blick passt jetzt perfekt von dir. Oh, es geht. Ich genau. Bewährt, am Ende des Danke. Tages. Es geht um Rap. Ich hätte gerne ihn 100% gesehen. Ohne Einflussnahme oder ohne Sympathiepunkte bei Leuten zu sammeln, indem er irgendwas. Weißt du, was ich meine? Müsste. Nenn das Kind beim Namen. Ich küsse deine Augen, ja. wie eiskalt er ist. Gut, Alter. Hat er recht mit, ja? Hat er recht mit. Trotz dessen finde ich ihn eigentlich jung und frisch und gut. Ich finde ihn gut. Er gehört zu, in der Gruppe, ja. Muss ich jetzt sagen, gehört er zu meinen zwei Favoriten. Ach krass. Kann ich jetzt sagen, die ich weiterlassen würde. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich dachte jetzt mit der Kritik davor, dass er sagen würde, Bruder. Auf keinen Fall, aber okay. Also für mich war direkt klar, als ich diesen Beat gehört habe, Money für mich muss weiter. Ja. Ich finde ihn einfach zu stark. Ja, und für mich Black Retriever. Ja, das so. Da habe ich meine Favorites. Dann Halal Flowrider. Ich finde da super krass Potenzial, aber er hat mich einfach in dieser Runde mit diesem Song nicht so abgeholt und ich finde, er kann ein bisschen zurückrudern mit seiner Technik. Vielleicht ein bisschen mehr Seele reinbringen noch, so, weißt du? Weil auch er hat zu viel versucht, so auf so Kampf. Krass, ich habe das immer anders irgendwie gehört. Ich hatte schon das Gefühl, dass da sehr viel Seele sogar drin ist. Ich habe gar nicht so auf das krasse Technische irgendwie geachtet. Ja, schade. Ich weiß leider gerade nicht so ganz, was er meint, weil, wie gesagt, lyrisch und so weiter fand ich stark. Um das poetisch zu machen, aber inhaltlich. Dann rafft man das nicht mehr, weißt du? Es war nicht simpel. Okay. So. Deswegen würde ich ihn vielleicht nicht passieren lassen. Und dann wäre ich dafür, oder Black Retriever weiterzulassen. Weil er ist ein starkes so. Gesamtpaket. Geil. Auch außergewöhnliche Lyrik, außergewöhnlicher Künstler, finde ich persönlich. Vielleicht nicht sein bester Song, wie schon gesagt. So würde ich jetzt auch nicht persönlich hören, aber ich höre da extrem viel Potenzial. Deswegen meine Favoriten sind Money und Black Retriever. Boah. Also ich bin am Schwanken. Wenn ich mich entscheiden müsste. Euer Ernst? Letztes Mal war ohne Cliffhanger. Ja. Diesmal ist wieder mit. Black Retriever und J.U. You, du warst manchmal. Ach, You, okay. Okay, ihr meintet, die sind befreundet schon länger, ne? Wirklich? Ach, meinte Omar das von wegen, ja, ich würde gerne die Meinung hören, ohne dass man schon eine Meinung zu ihm hat. Meinte er das, weil die ihn erstens schon kennen und zweitens, weil Sammy mit dem befreundet ist schon länger? Für mich Money ist die Eins. Also ich muss sagen, es ist schon so eine schwere Sache, ja.
Ich schwör. Oh no!